Gut, die Mission müssen wir ja erst annehmen, ne? Da passiert noch nichts, oder? Schön machst du das. Jo, servus. Alter. Na? Ja, voll überrascht, ey. Der hat dich wohl kalt erwischt, hä? Warte, ich heb dich gleich auf. Na, da kommen meine Rebellenfreunde, mach die platt! Oh toll, die fahren ja, einfach weiter, die Vollidioten. So Arschlöcher. Bestimmt noch sauer, weil ich vorhin einen umgelegt hab. Na, da kommen sie, guck, die helfen. Alter. Alter. Wo schießt da noch einer? Wir sind überall noch Leute. Kommst du? Ja, da. Oh, hast du was besorgt? Jetzt fährst du uns 10 Meter und dann sind wir da, ne? Also hier ist die Mission. Sind wir da, ne? Ah! Erscheint im Dreck. Dokument. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns, mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freunde. Na, jetzt müssen wir eh einen Sportwagen fahren. Wir wissen, wo Politos Auto steht. Verstehen Sie es und meine Leute geil. Analysieren seine Navi. Wo ist denn geiler, so ein Auto? Geiler als der. Ja? Ja, dann gib mal Gummi hier. So. Hier oben auch wieder sehr hohe Feindaktivität. Okay, markier mal, ich schieß. Markier mal, ich schieß. Ah, oh, toll, den ersten Gegner sehe ich schon immer. Oh. Oh, da müssen doch noch Leute sein. Oh. Ja, 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 ja. Bam, Ziel erledigt. Sind die anderen jetzt aktiviert, ja, oder? Fuck. Ah, lass sie kommen, ey. Die können doch eh nix. Ja, die an sich können nix, aber, die hast haben Granate? Halt auch Geschütze hier. Ist da gerade eine HE hingeworfen? Ich hab nix geschmissen. Ich hab's noch nicht so richtig mit der Steuerung, ey. Mit dem Hoch- und Runtergehen. Alle auf von wo? Ach, da! Bam, Ziel erledigt. Und so schießt ihm einen in den Fuß, in dem sein Kollege ganz weit hinten lacht und aus. Lol. Umgelegt. Alter. Kann ich den da unten durch abschießen? Nee. Schade.
Ich sehe Politos Wagen. Ist das gleiche, bloß in Gelb? Granate, Vorsicht! Ja. Aber der hat noch einen Heckspoiler. Ah, okay. Und da hinten muss noch irgendwo einer sein hier. Da oben ist noch ein Bonusorden. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Willst du den Lambo hier fahren? Ja, können wir machen gleich. Ich hol mir gerade den Bonusorden. Keine Ahnung, was das bringt. Bei der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Was bringt der Orden jetzt? Nix. Ich glaube, das ist auch noch ein Fertigkeitspunkt. Ah. Ah, dann fahren wir mal. Da ist gerade nochmal hier ein paar Kollegen frei. Parabellos. Jo. Ja, die, wo du dann befreist, die fahren dann rum und fahren dann so wie vorhin in der Gegend rum, oder was? Nee, die würden jetzt theoretisch mit uns kämpfen hier. Ah. Die rumfahren, sind immer da. Und da ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Oh, halt. Zwei blutige Kondome. Dann ist es wohl ziemlich sicher Judis und Polito-Schlitten. Immer noch eine verdammt heiße Kiste. Ich hab das Nago-Geprotze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen. Und trotzdem fährst du damit nicht genau dieselben staubigen Schlitten cool. wie vorher auch. Ist doch cool. Du bist unbedingt so eine Karre, hab ich recht. Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Klimaanlage. Daran! Er hört schon, wie er sich ultra anstrengend ist. Naja, ist doch cool. Ja, da hab ich jetzt gesehen, dass da ein Abgrund ist, ey. Den Lambo fährt er mit Sicherheit nicht mehr. Das ist doch cool. Oh. Ja, da hab ich jetzt gerade an der Seite geguckt, ob ich einen Schaden hab. Jetzt hab ich einen Schaden. Hi. Land angesiedelt hat. Viele von Gegner. Euch sind jetzt bei uns angestellt. Und eure Gemeinden haben von unserem wirtschaftlichen und weg. Die Spenden profitieren. Ah, ich habe mir ein Headshot gegeben. Trotz alledem reden eure Politiker, ausländische Regierungen und die Medien des Mainstreams schlecht über uns. Muss so irgendwo... Ah, da. Sogar Terroristen. Die Ustedes saben la verdad. Ach so, müssen wir eigentlich... Den ganzen Tourpark zerlegt. Das ist doch heil angekommen. Ja, das war so die Webbrech ist von dem Auto. Kann man den jetzt eigentlich weiter benutzen? Ja. Ohne dass irgendwas passiert? Ja, du hast ihn ja abgeliefert. Ja klar, normal gehört er doch nicht mehr um uns jetzt, oder? Ist doch egal. Der qualmt schon. Ja, ich muss doch. Ich pass jetzt auf. Ey, was bist du jetzt? Jetzt wird der Rauch schon dunkel und hinten kommt Öl raus. Komm, ich schlag mal aus. Oh, was nehmen wir mal? Komm mal her, warte. Guck einfach nur mal auf den Fahrer. Danke. Hab das Motorrad. Ach so. Einfach die random Autos nehmen. Fahren wir mal zu zweit. Toller, ich habe hier so eine Familienkarre und der. Ey! Mach Platz da! Ein hässliches Moped. Oh! Der knutscht meine Wand an. Ah, man kann doch Speed geben, Alter, geil. Wie denn? Mit SRG, also da geht mein Vorderrad nach oben. Alter. Ich denke mal, dass es Speed ist, oder? Müsste dir theoretisch Speed geben, ja. Aber mit der Familienkarre hier mal ein bisschen abkürzen. Wenn ich mir recht überlege, fahre ich auch lieber Motorrad. Das ist ja nichts, kein Radio. Ja, das ist schön erholsam hier. Dann loslegen. Alles klar. Hat er dich einfach mal weggerammt? Sauber. Alles klar.
Ich wollte hier schön uns ein nettes Auto schießen. Ah. Achtung, jetzt geht's los. Was geht los? Das ist nicht auf der Karte. Ah. Oh, hier hätte ich lieber gerne eine andere Waffe. Ich nehme die unten. Toll, die anderen fahren auch von mir, ne? Ups. Ach. Ei, ei, ei. Ja, mit dem Scharfschützen muss ich mir ein bisschen üben, ey. Ich würde doch nicht immer Sniper benutzen. Ja, das macht mal Spaß. Hab ihn, er ist tot. Ich habe auch noch beschissenes Visier. Das ist halt kacke. Das war's schon? Ja, in. Nee, nee. Räumt auf und dann weiter. Achso, nochmal draufdrücken. Oder wie? Nee, eigentlich wird die eine Zeit laufen, oder? Ah, stimmt, eine Minute noch, ja. Guck mal, was hier für ein Stau ist. Ah, Nadine ist online. Also, die hat gesagt, duschen, essen, dann kommt sie. Müssen wir weiter? Nee, ich mache nur eine Straßensperre. Achso. Normalerweise müssten hier noch neue Leute kommen, aber kommt wahrscheinlich nicht wegen dem Auto hier. Oder wegen dem anderen. Jetzt läuft eine Zeit ab. 5 Sekunden. Ja, aber den will ich nicht zerschießen hier. Gesendet. Das sollte die Moral der Rebellen steigern. Hm. Gut gemacht, Compadres. Meine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Erledigt. Nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Volk erhebt. Viva la Revolution. Du musst ja Beta und so, ne? Was hast du über Juri und Polito? Ultrasalto aus dem Berg, auf dem Berg runter, hast du gesehen? Nee. Achtung, Mann. Voll geil, Mann. Ich bin voll der Jumper hier, ey. Achtung. Profi, ne? Ja, Mann, guck dir das an, ey. War das hier? Nee, warte mal, wo war das? Das sah voll geil aus. Da, bam! Alter, der hat voll über den Haufen gefahren. LOL. Das war doch ein Verbündeter von uns. Der hat den Ultra rumgerotzt. Verdammt mutig von ihnen. Egal. So. Ja, der geht's. Da ist noch ein Dokument. Alter. Der qualmt auch schon wieder. Echt jetzt? Ich hab doch kaum was gemacht. Ja, weißt du warum? Guck mal meine Seite von der Windschutzscheibe an, ja? Ich sehe halt nichts mehr. So. Schwitzer, Alter.